Meine Damen und Herren, wir kommen tatsächlich auch schon zum ersten Vortrag und ich darf zu mir bitten Herrn Dr. Olaf Bergen von der Hamburg Port Authority. Herzlich willkommen, Olaf. Schön, dass du da bist. Vielleicht bevor ich dich vorstelle, unserem Publikum, einfach nochmal für Sie, dass Sie so ein Gefühl haben, wie es uns hier gerade geht. Also wir haben tatsächlich hier im Titanic Chaussee Hotel, wo wir uns ja sonst auch getroffen hätten, ein Fernsehstudio aufgebaut, in dem wir jetzt für uns alle sehr ungewohnt stehen und das für Sie präsentieren. Wir haben hier auch in diesem Studio einen Bereich, wo später die Podiumsdiskussionen stattfinden werden. Das sehen Sie jetzt im Bild. Und die Referenten, die heute hier sozusagen ihre Präsentation vorbereitet haben und auftreten werden, sitzen alle in einem Nebenraum und folgen auch uns und unserem Livestream und sind auch alle natürlich wie wir gespannt, wie sich die Dinge entwickeln. Ja, ich komme zu Olaf Bergen, unserem ersten Referenten, den ich gerne vorstellen möchte. Olaf Bergen ist Bauingenieur, er hat an der RWTH Aachen studiert mit der Vertiefung Wasserwesen, hat dort auch promoviert am Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft, war dann nach den Abschlüssen ab dem Jahr 1999 zunächst einige Jahre in einem Ingenieurbüro tätig und ist seit 2005 bei der Hamburg Port Authority, bei der HPA, hatte zunächst Aufgaben im Bereich Projektleitung, Projektmanagement inne, war dann Mitglied im Leitungsteam des Ingenieurbüros Entwicklungsvorhaben und verantwortet seit 2018 als Spartenleiter die technische Division Engineering and Construction. Und Olaf Bergen ist einer der Mitinitiatoren innerhalb der HPA für das erste Pilotprojekt eines Auftraggebers aus der öffentlichen Hand. Und er wird uns heute ganz brandaktuell nicht nur das Projekt vorstellen, sondern auch die ersten Erfahrungen, vor allen Dingen aus dem Vergabeverfahren, präsentieren. Olaf, wir freuen uns sehr, dass du da bist und freuen uns sehr auf deinen Vortrag. Herzlichen Dank, Sherwin. Sehr geehrte Damen und Herren, dann begrüße ich Sie auch sehr herzlich in diesem für uns alle neuen spannenden Format und freue mich darauf, Ihnen jetzt einmal unsere ersten Erfahrungen als öffentlicher Auftraggeber vorstellen zu können. Was war eigentlich für uns bei der Hamburg Port Authority unsere Motivation, uns mit dem Thema, wir nennen es Integrierte Projektallianz, das Kürzel ist aber identisch, IPA, zu befassen? Was war unsere Motivation und was sind unsere ersten Erfahrungen? Mein Vortrag gliedert sich wie folgt. Im ersten Block möchte ich einmal kurz die HPA und mit Blick auf IPA unsere Motivation vorstellen, um dann sehr zügig auf unser Pilotprojekt, das Kürzel ist kurz, EVK, der Name ist ein bisschen sperrig, Effizienzsteigerung, Verkehrsbahn Katwijk-Damm, ich werde mich ab jetzt auf EVK, auf das Kürzel beschränken, Ihnen das einmal näher zu bringen, einen kurzen Ausblick geben, unsere Erfahrungen reflektieren und dann freue ich mich auf eine Frage- und Diskussionsrunde. Der Hamburger Hafen ist der größte deutsche Seehafen und der größte europäische Bahnhafen. Wir als Hamburg Port Authority wurden im Jahr 2005 gegründet mit dem klaren Ziel, Hafen aus einer Hand anzubieten. Dafür wurden uns alle Hafenflächen übertragen und wir sind der zentrale Ansprechpartner bzw. als Anstalt öffentlichen Rechts die zentrale Ansprechpartnerin für alle Fragen, die sich mit Wasser- und landseitiger Infrastruktur beschäftigen, mit Sicherheit des Schiffsverkehrs, Hafenbahnanlagen, Immobilienbewirtschaftung. Und das machen wir mit insgesamt 1800 Mitarbeitern, die im Hamburger Hafen planen, bauen, unterhalten und bewirtschaften. Und diese Begriffe planen, bauen, unterhalten und bewirtschaften sind jetzt auch genau die Brücke zu unserer Technical Division. Wir sind ein technisch geprägtes Unternehmen und knapp die Hälfte unserer Mitarbeiter arbeiten in der Technical Division mit dem Ziel, den gesamten Lebenszyklus von Anlagen abzubilden. Also die Bedarfsplanung. Wir unterstützen unsere internen Auftraggeber bei der Bedarfsplanung, also wir unterstützen unser Asset Management. Wir planen dann die Projekte. Jetzt ist kurz das Bild weg. Also wir planen die Projekte in der Sparte, die ich hier vertrete, in Engineering und Construction. Sorgen für die Genehmigungssituation, also beantragen die Genehmigungen und realisieren dann die Projekte. Nach Realisierung der Projekte übergeben wir die Projekte dann an unsere Schwestersparte, Maintenance and Operation,
die die Anlagen dann betreiben und instand halten. Mit diesem Konstrukt innerhalb der Technical Division haben wir dann die Möglichkeit, sozusagen den gesamten Lifecycle der Anlagen planen, betreiben, instand halten, Rückbau und dann vielleicht wieder neu planen, abzubilden. Und das ist für uns auch ein echtes Fund mit Blick auf die Zukunft und die zunehmende Integration auch von BIM und anderen Lifecycle-Themen in unsere Projekte. Jetzt kommen wir zur Motivation. Ich habe dieses Bild hier einmal an die Wand geworfen, Erfahrungen, Großprojekte. Wir alle kennen bundesweit die Diskussionen über hier mal schematisch dargestellt unsere Elbphilharmonie, die zum Glück dann ja auch fertig wurde und sich jetzt großer Beliebtheit erfreut. Ja, der Berliner Flughafen ist ja jetzt auch unmittelbar auf der Zielgeraden. Stuttgart 21 braucht noch ein bisschen. Ich glaube, wir alle können diese Bilder eigentlich nicht mehr sehen und denken uns, oh, das schon wieder. Aber ich werde nicht müde, diese Bilder zu zeigen, so lange, bis wir ausreichend Großprojekte in Deutschland erfolgreich realisiert haben und mit Großprojekten nicht automatisch Terminverzug, Preissteigerungen etc. verbinden. Gut. Ich vertrete hier ja einen öffentlichen Auftraggeber und damit auch die öffentliche Hand. Und die hat das natürlich auch frühzeitig erkannt. In Hamburg haben wir explizit mit Blick auf die Elbphilharmonie in 2012 schon eine Drucksache kostenstabiles Bauen auf den Markt gebracht, Fortentwicklung des öffentlichen Bauwesens mit dem Ziel, Hamburg wieder in die Lage zu versetzen, große Bauprojekte kostenstabil und termingerecht zu planen und zu realisieren. Also die Notwendigkeit wurde dort schon gesehen. In 2015 gab es dann noch die Reformkommission zum Bau von Großprojekten, die im Wesentlichen auf die hier einmal adressierten 10 Punkte fokussiert als Grundlagen für die erfolgreiche Projektabwicklung. Einige dieser 10 Punkte möchte ich jetzt im Folgenden kurz adressieren und dabei möchte ich einen Schwerpunkt legen auf die Begriffe kooperatives Planen im Team und partnerschaftliche Projektzusammenarbeit. Denn das müssen wir zwingend gemeinsam hinkriegen. Das sind auch Punkte, die wir uns seit Jahren zwischen Bauherr, Planung und Baufirma in die Hand versprechen, so zu agieren und dann doch immer wieder scheitern. Und die hier adressierten 10 Punkte, die sind ganz relevant für den Projekterfolg. Da ist auch von der Reformkommission sind die richtigen Punkte adressiert. Aber unser bisheriger Rahmen führt dann doch häufig noch dazu, dass wir unsere Ziele dennoch nicht erreichen. Wir bei der HPA bewegen auch diverse Großprojekte. Die Elbvertiefung ist gerade in der Presse, die Kölbrandquerung ist mit Sicherheit das große Zukunftsprojekt der nächsten Jahre, aber auch andere Projekte, wie hier einmal exemplarisch dargestellt, der Neubau der Räte-Doppelklappbrücke oder der neuen Bahnbrücke Katwijk, das sind alles Projekte wie auch die Sanierung des alten Elbtunnels mit sehr großen Investvolumen. Wenn wir hier mal auf alle Projekte gucken, dann bewegen die sich alle im dreistelligen und die Kölbrandquerung dann auch im vierstelligen Millionenbereich. Also wir bewegen auch Großprojekte und natürlich ist es uns ein großes Anliegen, die auch erfolgreich zum Ziel zu bringen. Jetzt gucken wir mal auf unsere bisherige Vorgehensweise bei Projekten und ich klicke jetzt mal diverse Wolken hier einmal ein und möchte zunächst mal festhalten, wir bringen ja viele Projekte auch in Time und in Budget ins Ziel, aber häufig dann doch nicht. Und das sind dann systemische Fehler, die dazu führen, dass wir dann doch wieder zum Streit kommen. Wir haben in den 10 Punkten vom Aktionsplan steht kooperatives Planen drin. Wir haben auch die Grundprämisse erst planen, dann bauen. In Deutschland haben wir traditionell die Trennung von Planen und Bauen. Das heißt, wir planen ohne die Baufirma, holen dann irgendwann die Baufirma dazu, mit dem Ergebnis, dass wir uns häufig dann auch im weiteren Projekt über die Verantwortung für Planungsänderungen streiten. Nämlich die Kernfrage, war der Entwurf eigentlich baubar? Das wird häufig von Baufirmen dann in Frage gestellt und auf der anderen Seite sind die Planungsbüros natürlich dann dabei und sagen, klar war unser Entwurf baubar, aber die Ausführungsplanung ist halt unwirtschaftlich. Die Prämisse Vergabe an den Wirtschaftlichsten, die ist unstreitig richtig und wir bemühen uns sehr darum, an den Wirtschaftlichsten zu vergeben. Unsere Vergabeverfahren führen aber leider häufig zur Vergabe an den Billigsten. Also so ein bisschen konfliktscheuer öffentlicher Auftraggeber, zu denen wir oder risikoscheuer, zu denen wir nicht gehören, entscheiden sich häufig für das Kriterium nur Preis allein deshalb, weil dann die Gefahr von Rügeverfahren möglichst gering ist. Wir bemühen uns regelmäßig, den technischen Wert mit reinzubringen. Das wird für alle Beteiligten dann deutlich aufwendiger.
Wir gehen diesen Weg aber bewusst, weil wir eben an den wirtschaftlichsten vergeben wollen und technische Kriterien mit in die Vergabekriterien einbeziehen wollen. Das gelingt aber nicht immer. Wir haben einen starken Wettbewerb, es wird häufig unterpreisig angeboten und wir haben nicht, also wir haben sogar im Regelfall nicht die Möglichkeit, ein Angebot auszuschließen, was wir als nicht auskömmlich erachten. Und dann wird es richtig schräg. Risikomanagement wird häufig dann auch so schon gelebt, dass Baufirmen schon im Zuge der Beauftragungsphase unsere Leistungsverzeichnisse durchchecken, wo sind denn da Lücken und Fehler drin, die wird man auch immer finden, um sozusagen von Anfang an nachvollziehbar aus unternehmerischem Interesse ein nicht auskömmliches Angebot zu heilen, indem man Nachtragspotenziale erschließt. Ich glaube, daraus wird schon deutlich, dass dann schon kein gemeinsames Risikomanagement mehr möglich ist. Wir erleben zunehmenden Abgrenzen. Muss ich mich mit diesem Risiko überhaupt beschäftigen? Ist das eigentlich mein Risiko oder ist das das Risiko der Baufirma? Mit dem Ergebnis, dass wir kein Risikomanagement machen und häufig dann sogar gucken, das Risiko des einen Projektpartners ist dann die Chance des anderen. Das kann es doch nicht sein. Wir rutschen dann in den klassischen VOB-Schriftverkehr, Bedenkenanmeldungen, Behinderungsanzeigen, Mehrkostenanzeigen, rüsten uns auf beiden Seiten auf mit einem knallharten Claim- und Anti-Claim-Management und machen wir uns nichts vor. Wenn das Projekt mal 5-10% Abweichung hat beim Geld, hört die Freundschaft auf und dann ist es mit der kooperativen Projektbearbeitung auch schon zu Ende. Wir haben dann kein gemeinsames Ziel mehr. Auch wenn wir es uns am Anfang in die Hand versprochen haben, das Ziel ist, das Projekt in Time und in Budget ins Ziel zu bringen. Natürlich greifen irgendwann die Unternehmensinteressen und dann ist es nicht mehr best for project, sondern best for company. Das heißt, wir brauchen wieder gemeinsame Ziele und wir setzen bei der HPA insbesondere für komplexe Großprojekte, mit Sicherheit nicht für jedes Projekt, aber für komplexe Großprojekte auf diese Ansätze der integrierten Projektallianz. Wir müssen uns alle gemeinsam wieder auf ein Ziel ausrichten und alle gemeinsam müssen davon partizipieren und profitieren, wenn wir unser Ziel erreichen und dann müssen aber auch alle gemeinsam, ja, wir nennen das ja Painshare und Gainshare, also Painshare packen wir mal nach hinten, da wollen wir ja nicht hin, wir wollen ja gemeinsam erfolgreich sein. Und dann muss es auch möglich sein, dass die Baufirmen, die Planer, aber auch der Bauherr davon profitieren, wenn wir einfach schneller arbeiten und Geld einsparen. So, jetzt kann ich die nächsten Folien gerade nicht sehen, aber die Kernbotschaft ist das. Und IPA lebt davon, dass wir uns auf ein Ziel ausrichten und das hat ganz viel mit gemeinsamem Mindset zu tun. Und es bietet uns im Übrigen auch die Chance, das Know-how der Baufirmen in die Planung einzuwenden. Also wir sind der festen Überzeugung, unsere Planung wird besser. Wir haben dann auch die Möglichkeit, innerhalb der Planung ein gemeinsames Risikomanagement zu betreiben, ein Target-Value-Design mit allen gemeinsam zu entwickeln, um überhaupt erst die Sicherheit in den Zielpreis reinzukriegen. Und alle sprechen über BIM. Aber in einer konfliktbeladenen Projektrealität wird BIM überhaupt nicht zum Fliegen kommen, weil wir dann gar nicht mit einem Open BIM arbeiten können, sondern es viel zu viel Nachtragspotenzial in sich trägt, permanent aus Optimierungsansätzen heraus BIM zu verfolgen. Also für uns ist IPA der Weg zum Ziel, um hier zukünftig erfolgreich Projekte abzuwickeln. Und das sind die Ziele, die wir verfolgen. Wir richten uns mit diesem System endlich wieder auf ein Ziel aus und das ist Best for Project. Wir gewinnen oder verlieren gemeinsam. Und damit haben wir die Möglichkeit, unsere Energie in die Lösung der Probleme zu investieren und nicht die Energie mit dem Streit zu verschwenden. Unsere Überzeugung ist, damit werden wir kostenstabil, schneller und wirtschaftlicher. Diese Wirtschaftlichkeitsdiskussion ist ja eine schräge. Wir verbrennen so viel Geld im Streit und in der Verzögerung von Projekten, das können wir besser in Anreizsysteme investieren. Bauen macht wieder Spaß. Das hört sich ein bisschen platt an, weil wir irgendwie so eine spaßbefreite Kultur haben. Aber das ist ganz elementar. Wir wollen doch junge Leute wieder für den Beruf des Bauingenieurs begeistern können. Wir brauchen junge, qualifizierte Leute und die kommen heute nicht mehr, um sich zu streiten auf der Baustelle. Das heißt, wir müssen auch uns Gedanken um die Attraktivität unserer Unternehmen machen, sowohl als öffentlicher Auftraggeber als auch in der Planungs- und Baubranche und damit um die Attraktivität unserer gesamten Branche. Das ist kurz gesagt unsere Motivation. Von daher ist das auch nicht nur ein Versuchsballon, den wir hier loslassen mit diesem Pilotprojekt. Wir alle wissen, statistisch ist ein Pilotprojekt sowieso nicht auswertbar, sondern das ist das erste Projekt, was wir auf die Reise bringen, in der Erwartung, dass noch mehr kommen. Sie hatten eben bei unseren Großprojekten schon ein Bild zur neuen Bahnbrücke Kattwig. Unser Pilotprojekt ist direkt nebenan. Hier sehen Sie die neue Bahnbrücke Kattwig im Bau. Das ist die große graue Brücke, wo der Schwimmkran Matador gerade
hier in der Installation drin ist, im Kern packen wir die aktuell auf der, oder das aktuell auf der bestehenden Katwijkbrücke, das ist die blau-gelbe Brücke rechts im Bild, wollen wir dort wegnehmen und bauen eine zweigleisige Bahnbrücke direkt daneben. Damit die alte Brücke erhalten bleiben kann, zukünftig nur für den Straßenbetrieb, wir entflechten damit Bahn und Straße, um für einen effizienten und wirtschaftlichen Verkehrsstrom im Hamburger Hafen zu sorgen. Wenn wir also die neue Bahnbrücke Katwijk fertig haben, werden wir uns mit der alten Brücke beschäftigen. Und das ist nun unser Pilotprojekt. Da ist hier einmal der Planungsraum dargestellt, da gehe ich jetzt einmal schnell drüber. Dieses Pilotprojekt ist jetzt kein Großprojekt im klassischen Sinne. Wir haben ein zweistelliges Investvolumen und kein dreistelliges, aber wir wollen auch bewusst unsere Erfahrungen nicht direkt sozusagen bei unserem größten Projekt sammeln, sondern ein Pilotprojekt soll komplex und anspruchsvoll sein. Das ist dieses Projekt und soll aber dann auch im, ich sag mal, auch wirtschaftlichen Risiko überschaubar sein. Was müssen wir bei der alten Katwijkbrücke machen? Ich habe gesagt, wir müssen die Gleise runternehmen, wir müssen die Leit- und Steuersysteme von der alten Katwijkbrücke an den neuen Steuerungsstand anbinden, wir müssen einen neuen Fahrbahnbelag herstellen, wir müssen die alte Katwijkbrücke sanieren. Das alles passiert unter fließendem Verkehr und dieses Verkehrsband ist eine Haupthafenroute und insbesondere wenn die bestehende Kölbrandquerung, die ja auch schon kräftig in die Jahre gekommen ist und nicht mehr so leistungsfähig ist, wenn die dann auch mal durch Stau, Wartungsarbeiten, Reparaturen gesperrt ist, dann brummt hier der Verkehr. Wir werden unterm rollenden Rad diese Brücke sanieren, instand setzen müssen. Die Brücke wird für die Schifffahrt regelmäßig alle 2 Stunden angehoben und bei Sonderverkehren dann auch nochmal zwischendrin. Wir haben mit TIDE-abhängigen Arbeiten über dem Wasser zu tun, was nicht ganz trivial ist mit Blick auf Beschichtungsarbeiten, Strahlarbeiten, den Ausbau Asbest und bleibelasteter Baustoffe. Also technisch sehr wohl ein sehr komplexes Projekt. Wir haben uns sehr frühzeitig Gedanken gemacht, dass wir so wie bisher nicht weitermachen können. Anfang 2019 haben wir die Ideen zu diesem Pilotprojekt entwickelt. Wir haben alternative Vertragsmodelle bewertet. Wir haben eine Markterkundung gemacht, eine Barkassenfahrt mit Bauwirtschaft, Consultingwirtschaft durchgeführt, um mal zu sondieren. Sehen eigentlich nur wir das so? Und nein, der gesamte Markt ist es leid, Projekte so zu realisieren, wie ich das gerade beschrieben habe. Wir haben eine große Bereitschaft und ein großes Interesse festgestellt und entsprechend auf der Grundlage hausintern die Entscheidung getroffen, ja, wir machen das mit dem Pilotprojekt. Und haben dann noch in 19 begonnen, einen IPA-Vertrag auszuarbeiten. Wir haben ebenfalls in 19 begonnen mit einem zweistufigen Verfahren, einen Teilnahmewettbewerb durchgeführt, ein Verhandlungsverfahren. Und dann, da sind wir heute im Juni, also vor etwa 2 Wochen, tatsächlich einen Allianzvertrag abgeschlossen. Hier ist einmal das Bild, das sieht jetzt sehr gedrängt aus, das liegt an der Perspektive. Wir haben schön Corona-konform Markierungen auf dem Bauwerk gehabt. Hier sind mal alle Teilnehmer an der Vertragsunterzeichnung auf diesem Bild abgebildet. Diese Ameisenschrift müssen Sie nicht lesen können, die Projektpartner sind auf der nächsten Folie nochmal. Frau Professor Bold hat es terminlich nicht geschafft und ich war leider auch verhindert, aber ansonsten ist diese Fotografie schon einmal ziemlich vollständig, was die Projektbeteiligten betrifft. Jetzt kommen wir zu unserem IPA-Team. Auf der rechten Seite sehen Sie die Vertragspartner, die wir in diesem Mehrparteienvertrag gebunden haben. Links sehen Sie Organigramm und was Sie sehen, ist eigentlich kein Organigramm, zumindest kein klassisches. Wir haben ein Project Management Team installiert, da sind die Projektleiter der Beteiligten bei. Wir haben über das Unternehmen KVL, Frau Rodde begleitet uns dort, einen IPA-Coach eingebunden. Wir haben eine Eskalationsebene, dieses Senior Management Team adressiert, für das wir uns gemeinsam noch auf einen Moderator festlegen werden. Und aus dem Project Management Team werden dann die Project Implementation Teams eingesetzt. Das sind Projektteams aller Parteien, die eben unter dem Ansatz Best for Project dann sich um Problemlösung kümmern sollen. Der IPA-Vertrag, also mir hat das richtig Spaß gemacht, den Vertrag zu lesen und das ist bei Bauverträgen üblicherweise nicht meine Lieblingslektüre. Konventionell ist links einmal dargestellt, wenig Regeln der Zusammenarbeit, viel Leistungsdefinition, hier ist es genau andersrum. Wir haben einen Vertrag, wo
wir ja gemeinsam jetzt in der nächsten Planungsphase die Leistung noch schärfen, aber ganz viel zu Regeln der Zusammenarbeit drinsteht. Und unsere Überzeugung ist dieser kooperative Umgang. Da liegt der Schlüssel für erfolgreiche Projekte und deshalb haben wir dort den Schwerpunkt gelegt. Dort sind Rollen definiert, Entscheidungsprozesse und Eskalationsstufen festgelegt und auch diese Regeln der Zusammenarbeit wurden im Vergabeverfahren gemeinsam auch entwickelt und geschärft. Das ist nichts, was wir als Auftraggeber einfach nur vorgegeben haben, weil das ja nicht wieder zur Augenhöhe passt. Die Vergütung ist anreizbasiert. Wir haben diverse Lean-Management-Werkzeuge einvernehmlich festgelegt, dass wir nach Last Planner arbeiten, Target Value Design und auch ein KVP vorsehen. Wir haben uns darauf committed, relevante BIM-Elemente im BIM-Modell zu berücksichtigen. Wir haben einen weitgehenden gegenseitigen Haftungsverzicht vereinbart, um insgesamt diese No-Blame-Kultur hinzukriegen, um eben uns wieder auf die Problemlösung fokussieren zu können und nicht auf die Suche nach dem Schuldigen. Jetzt bin ich vielleicht einmal ein bisschen schnell gewesen. Kooperativer Umgang heißt auch für uns, das, was wir hier entwickelt haben, in Zusammenarbeit mit unseren Partnern, in Zusammenarbeit und auch unter Einbindung von Herrn Professor Hackschenow, von Frau Professor Bold, das stellen wir gerne auch zur Verfügung. Wir wünschen uns, dass auch andere öffentliche Auftraggeber, private Auftraggeber diesen Weg gehen und wir uns gemeinsam offen über unsere Erfahrungen austauschen, sodass am Ende meines Vortrags auch eine Kontakt-E-Mail-Adresse da ist, wo Kontakt aufgenommen werden kann, um diesen Vertrag in anonymisierter Form dann auch zu erhalten, weiterzugeben, aber auch in Kontakt untereinander zu treten. Einmal kurz mit Blick auf die Schritte, die wir gegangen sind. Teilnahmewettbewerb. Wir haben, da komme ich gleich noch einmal drauf, uns dafür entschieden, im Ergebnis unterschiedliche Vergabeverfahren zu machen. Wir hatten also Bewerbungsverfahren für Planung, Ausführung, Stahlbau und Straßenbau. Die Eignungskriterien sind hier einmal aufgeführt und wir hatten gesagt, wir führen dieses Verhandlungsverfahren mit maximal 3 Bietern je Vergabeverfahren durch, weil bei 3 Vergabeverfahren je 3 Bietern, das ist schon ganz schön aufwendig, was wir dann im Teilnahmeverfahren an Gesprächen führen. Wir haben anschließend ein Verhandlungsverfahren durchgeführt, hier doch ein bisschen detaillierter. Die preislichen Elemente sind hier für die Phase 1, also für die Planungsphase, die Stundensätze für die Vergütung der Planungs- und Beratungsleistungen und für die Phase 2, also wenn wir denn tatsächlich den Zielpreis festgelegt haben und dieser Zielpreis auch unseren Erwartungen als öffentlicher Bauherr entsprechen und dann in die Realisierungsphase einsteigen, haben wir jetzt halt auch schon über die Zuschlagssätze für AGKs und Gewinn für die Bauausführungsphase nicht nur gesprochen, sondern die fixiert. Wir haben als Kriterium das Personalkonzept drin gehabt und wir haben uns viel mit dem Thema Teamfähigkeit beschäftigt. Wie gesagt, hier hat das ganz viel mit Mindset zu tun und wir arbeiten so lange in diesen konfliktorientierten Verfahren, dass man da auch ein bisschen auf einem eingefahrenen Gleis fährt. Wir brauchen also Leute, die sich begeistern für dieses Thema, die bereit sind, neue Wege zu gehen und bereit sind, zumindest mal eine neue Fehlerkultur zu entwickeln, idealerweise die auch schon in sich tragen, um dann auf das wirtschaftlichste Angebot den Zuschlag zu erteilen. Parallel, das hat hier ganz viel mit Befähigung zu tun, haben wir auch als Bauherr parallel dazu an unserer Befähigung der Bauherrenorganisation gearbeitet und wir haben uns intensiv mit unserem hausinternen Kunden unterhalten, der uns mit diesem Projekt beauftragt, um die Conditions of Satisfaction so zu definieren, dass wir nun klare Randbedingungen haben, jetzt mit Zuschlagserteilung, auf die wir gemeinsam hinplanen können. Lessons learned wird ein ganz wesentliches Element sein und einige der Lessons learned, der Erfahrungen, die wir schon gesammelt haben, möchte ich hier einmal kurz adressieren. Wir werden das aber wirklich auch nochmal strukturiert mit einem neutralen Moderator machen, um es auch detailliert zu erarbeiten, denn wir lernen hier alle bei diesem Verfahren ganz viel und dieses Wissen wollen wir sichern. Ursprünglich hatten wir mal vor, eine Teambewerbung vorzusehen und das hatten wir auf der Barkassenfahrt auch genau schon so vorgesehen. Wir sind dann auf dem Weg umgeschwenkt und haben uns auf die von mir eben adressierten Einzelbewerbungen dann festgelegt. Der Hintergrund dafür war, dass wir zwischenzeitlich Sorge hatten, über eine Teambewerbung und damit eine Bietergemeinschaft automatisch auch wieder in eine Arbeitsgemeinschaft und einen AGE-Vertrag und damit wieder in ein bilaterales Vertragsverhältnis reinzurutschen.
Wir haben uns mit diesem Thema weiter beschäftigt, sind mittlerweile der Überzeugung, dass auch eine Teambewerbung gegangen wäre. Das heißt, in diesem Pilotprojekt haben wir jetzt Erfahrungen mit der Einzelbewerbung gemacht. Das war auch erfolgreich, also dieser Weg ist gangbar. Beim nächsten Mal werden wir vermutlich auch eine Teambewerbung ausprobieren, denn das, was wir hier gemacht haben, da finden wir sehr wohl den qualifiziertesten und am besten geeigneten je Verfahren. Aber ein bisschen schlanker geht das mit einer Teambewerbung, das werden wir auch probieren. Beide Wege sind offen, das ist zumindest unsere Erfahrung. Wir haben viel im Vergabeverfahren über das Vergütungsmodell, den sogenannten Incentive Share, gesprochen. Wie gesagt, Zielvorstellung, gemeinsam profitieren, aber auch es muss gemeinsam ein bisschen wehtun, wenn wir unsere Ziele nicht erreichen. Und ich hatte es eingangs schon gesagt, wir hatten als Auftraggeber unsere Vorstellungen und haben dann festgestellt, dass unsere Projektpartner natürlich auch andere Vorstellungen haben, sodass wir in den Verhandlungsverfahren hier schon in einem sehr guten kooperativen Umgang ein modifiziertes Vergütungsmodell gefunden haben, was jetzt Konsens ist. Das Auswahlverfahren war wichtig. Wir haben uns mit vielen Fragestellungen beschäftigt, weil so ein Assessment Center ist ja nicht wirklich auf Augenhöhe. Da sitzt ein Bauherr und bewertet die Bieter und wir wollen nachher aber im Team planen. So, wir sind in diesem Auswahlverfahren dazu übergegangen, auch unsere Projektmitarbeiter mit ins Assessment zu schicken, weil wir eben nicht einfach nur ein Casting machen wollen, wo man 3 Ja oder 3 Nein kriegt, sondern auch das Team insgesamt bewerten wollen. Das war gut. Ob das der beste Weg war, werden wir in einem Lessons Learned Workshop dann auch nochmal eruieren und wenn das gewünscht ist, gerne auch in geeigneten Rahmen dann die, ich sag mal, etwas detailliertere Auswertung unserer Lessons Learned vorstellen. Jetzt kommen wir zu dem Ausblick. Ich hatte eben schon gesagt, wir haben unseren Projektauftrag jetzt geschlossen. Das heißt, jetzt kommt unsere Phase 1. Wir werden also bis Ende 2020 unser Leistungsprogramm und unseren Zielpreis entwickeln, um dann hoffentlich, und davon gehen wir aus, bei einem entsprechenden Zielpreis nicht die Exit-Option ziehen zu müssen, sondern dann in die Fortsetzung des Projektes in die zweite Phase zu steigen und einzusteigen und die Projektrealisierung vorzunehmen. Die soll dann Ende 2021 abgeschlossen sein. Wie gesagt, wir haben uns ein kleineres Projekt ausgesucht. Risiko ist das eine, aber wir wollen ja auch schnell lernen können und schnell auswerten können. Und von daher werden wir im nächsten Jahr schon viele weitere Erfahrungen gesammelt haben. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir dieses Projekt dann auch tatsächlich Ende 2021 abgeschlossen haben und dann so ein erstes Komplettprojekt dann auch auswerten können. Was machen wir in dieser Allianzphase 1? Ganz wesentlich wird das Thema Teambuilding sein zum Aufbau von Vertrauen und Konfliktfähigkeit. Ich bin mal gespannt, wie wir das hinkriegen jetzt in Corona-Zeiten. Wir sind aber sehr zuversichtlich, dann wird der Big Room halt noch ein bisschen bigger, aber wir werden das hinkriegen. Alle Beteiligten brennen da drauf, jetzt gemeinsam diese andere Form der Kollaboration auch zu erleben. Wir werden unsere Methoden zur Zusammenarbeit, Verbesserung und Innovation etablieren und dann unser Projektprogramm zum Leistungsprogramm entwickeln. Das ist mit den 3 roten Pfeilen hier auf der linken Seite einmal dargestellt. Das wird ein iterativer Prozess mit Planungsoptimierung, mit dem Bewerten von Risiken und Chancen, um dann zu einem gemeinsamen Zeitplan, Zielkosten zu kommen. Und hier haben wir natürlich auch die Validierung der Kalkulation über Marktpreise und Wirtschaftsprüfer drin, mit dem Ziel, eben die deshalb nur hellgrau dargestellte Exit-Option nicht ziehen zu müssen, sondern in die Allianzphase 2 einzutreten. Das Bildchen kennen Sie, das hatte ich eingangs schon einmal. Das ist unsere Zielvorstellung, echte partnerschaftliche Zusammenarbeit, eine Änderung im Mindset und gemeinsam das Ziel zu erreichen. Und ich wäre an dieser Stelle mit meiner Präsentation durch, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen und Diskussionen. Ach so, ich bin noch gar nicht durch. Die Folie, Sherwin, die haben wir von dir genommen. Wir kennen mit Sicherheit die geneigten Zuhörer. Wie hat sich eigentlich dieses Alliancing, diese Mehrparteienmodelle, wie haben die sich historisch entwickelt?
Und wir wollen als HPA mit allen Beteiligten gemeinsam gucken, dass wir IPA denn auch in Deutschland auf die Landkarte setzen. Es ist ja kein ganz neues Thema, aber es ist wesentlich, dass wir es in Deutschland umsetzen. Das war nur aber die letzte Folie. Ja, ganz herzlichen Dank, Olaf Bergen, für diesen, wie ich finde, tollen Vortrag, auch mit sehr doch tiefgehenden Einblicken in was möglich ist in dieser Zeit, die wir zur Verfügung haben. Ich sehe gerade hier noch, du hattest ja die Ansprechpartner noch hier oder die Anschrifter noch angekündigt für diejenigen, die eben Kontakt aufnehmen wollen. Erst einmal ein ganz herzliches Dankeschön an dich. Wir haben jetzt die Möglichkeit und haben dafür jetzt auch noch gut Zeit, das freut mich sehr, die Fragen aus dem Publikum von den Teilnehmern aufzunehmen. Es sind auch schon einige da und ich lade jetzt auch schon parallel Sie ein, weiter Kommentare auch oder Fragen einzugeben. Und Sie haben ja die Möglichkeit, auch Fragen von anderen zu liken, sodass das dann ein bisschen weiter nach oben kommt bei mir und wir können dann ein bisschen nach Prioritäten abarbeiten. Ich will vielleicht, bevor wir einsteigen in die Fragen oder noch sagen, ich habe festgestellt, wir hatten etwas technische Herausforderungen zu Beginn. Bitte da um Nachsicht. Ich habe gehört, dass man mich eventuell am Anfang noch ein bisschen mitgehört hat, während ich hier geflüstert habe. Das sind so die Erfahrungen, die man dann macht beim ersten Mal. Also da bitte um Nachsicht. Ich fange mal mit ein paar allgemeinen Hinweisen an, die wir bekommen haben. Der Hinweis, das hat sich, hab's gesehen, genau, es kam die Frage, die auch mehrfach jetzt geliked wurde, was ist eigentlich mit den Unterlagen, die hier präsentiert werden? Da möchte ich natürlich darauf hinweisen, dass wir diese Unterlagen Ihnen sehr gerne zur Verfügung stellen werden. Wir werden das in den nächsten Tagen dann konsolidieren, werden Ihnen dann einen Link zusenden, sodass Sie alles dann in Ruhe herunterladen können von der Website. Das heißt, Sie müssen nicht parallel irgendwelche Screenshots machen, es wird alles zur Verfügung gestellt, sodass Sie eben dann in Ruhe nochmal reinschauen können. Ja, ich gehe mal direkt rein. Wir haben jetzt hier eine Frage. Hier steht Folie 19 von Johannes de Tempel. Die Frage lautet, woher bekommt der Bauherr bei geringerer Leistungsdefinition als üblich, also vom Detaillierungsgrad, so verstehe ich das, die Sicherheit, am Ende den Wert zu erhalten, den er erwartet? Mit dem Wert ist vermutlich der Zielpreis genannt. So interpretiere ich jetzt die Frage. Oder ja, den baulichen Wert. Genau, also das, was euch wichtig ist als HPA. Wie stellt ihr das sicher, obwohl ihr das gar nicht so im Detail beschrieben habt sozusagen? Ja, ganz genau. Also an dieser Stelle gehen wir tatsächlich in der Planung dann erstmal ein paar Schritte nach vorne. Ich hatte ja in unserer Grundvorgehensweise beschrieben, dass wir unsere Bedarfsträger im Zuge der Bedarfsplanung ja auch schon beraten. Also wir machen üblicherweise sowieso erst immer Machbarkeitsuntersuchungen, konkretisieren den Bedarf, kommen schon über die Machbarkeitsuntersuchungen zu, fast einer Vorplanungstiefe. Also wir sprechen da schon von einer Kostenschätzung, wir gehen schon relativ tief rein, um eine gewisse Grundsicherheit zu haben. Und sind auch bereit, und hier bei diesem Pilotprojekt machen wir das dann so mit unseren Projektpartnern, dann nochmal wieder einen Schritt zurückzugehen. Mhm. Also wir starten nicht komplett blauäugig mit der Ansage, ach Mensch, so wie ich das gerade beschrieben habe, den Eindruck konnte man gewinnen, lass mal die Gleise wegmachen, sondern wir investieren einigermaßen viel Energie in die Konkretisierung der Bauherrenforderungen, also auch der Forderungen unseres internen Auftraggebers und in die Entwicklung einer planerischen Lösung. Denn wir müssen als öffentlicher Auftraggeber schon relativ früh Baukosten benennen. Die sind dann noch nicht im Haushalt freigegeben. Und das kennen wir alle, der Fluch der ersten Zahl. Also bevor wir die machen, planen wir schon ein bisschen mehr. Vielleicht eine Analogie in der konventionellen Vorgehensweise machen wir auch mittlerweile viel doppelt. Also wir machen es zum Beispiel bei komplexen Maßnahmen häufig auch schon, dass wir Leistung der Ausführungsplanung selber machen, bevor wir ins Vergabeverfahren einsteigen, um mehr Kostensicherheit zu gewinnen und sind auch bereit, grundsätzlich bei solchen Projektallianzmethoden schon erstmal ein bisschen tiefer selber zu planen, ein bisschen Sicherheit zu gewinnen, dann wieder zurückzugehen und durchaus das Geplante nochmal in Frage zu stellen. Dankeschön. Also da kommt ja aus der Antwort auch deutlich raus, eine ausreichende Vorstellung dessen, was man jetzt, um hier diesen Begriff auch zu verwenden, Wert, was man sich als natürlich Wert vorstellt, die muss man natürlich entwickeln. Und du hast ja dieses Stichwort im Neudeutschen mit dem Conditions of Satisfaction angesprochen, genau. Nämlich die Überlegung,
dass ich die Dinge, die mich am Ende zufrieden machen, die ich dann auch abhaken kann und sagen kann, das haben wir geschafft, die sozusagen ausreichend und ausgiebig herauszuarbeiten, sehr früh. Das, glaube ich, so ein bisschen das, was du auch hier an der Stelle ansprichst, oder? Ganz genau. Ja. Das muss dann ja auch in dem frühen Zeitpunkt eingefroren werden, denn wir kennen das, wenn der Zielpreis ansonsten vielleicht niedriger ist, als wir das mal gedacht haben, dann entsteht ja sonst sehr leicht der Wunsch nach mehr Leistung. Mhm. Also das legen wir gemeinsam dann, haben wir hier ja auch gemacht, parallel zum Vergabeverfahren fest und frieren es ein. Gut, vielen Dank. Ich hoffe, wir konnten soweit die Frage beantworten. Ich habe jetzt als nächsten Punkt, hier kam nochmal die Frage, ein tolles Projekt als Kommentar und dann, welche Strategie haben Sie aber bei Ziehen der Exit-Variante bezüglich Kosten und Terminen? Eine sehr berechtigte und wichtige Frage. Ja, ja, also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, wir haben da eine Strategie. Mhm. Also unser Ziel ist erst einmal, das gemeinsam hinzukriegen und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen. Von daher, es gibt keine vorbereitete Exit-Strategie. Ich kann hier jetzt mal laut denken. Mhm. Wenn wir gemeinsam diesen Zielpreis nicht hinkriegen sollten, dann möchte ich schon, dass wir dann erstmal in eine Analysephase einsteigen, woran das eigentlich liegt. Mhm. Denn das korrespondiert ja ein bisschen zu der ersten Frage. Mhm. Vielleicht waren ja unsere Zielpreisvorstellungen verkehrt. Und wir kommen am Ende dieses Prozesses zu dem Ergebnis, dass wir sehr wohl optimiert geplant haben, nur unsere Bauherrenvorstellungen zum Zielpreis verkehrt waren und dass wir es gar nicht anders wirtschaftlicher kriegen können. Mhm. Dann werden wir uns der Aufgabe stellen, bei der Stadt mehr Mittel zu akquirieren mit der Ansage, das ist eine optimierte Lösung, billiger wird es nicht. Mhm. Wenn wir feststellen sollten, und da gehe ich überhaupt nicht von aus, dass die Begeisterung, die wir erleben im Projektteam, dazu führt, dass man sich denkt, boah, da kann ich jetzt mal einen richtigen Schnitt machen und dass wir überteuerte Preise erreichen, die wir nicht gedrückt kriegen, dann muss man sich natürlich überlegen, dass das hier nicht der Weg zum Ziel wäre. Aber da gehe ich überhaupt nicht von aus, weil das ja auch für die beteiligten Unternehmen, wenn man dann zu dem Ergebnis käme, so liebe Leute, das wird nichts. Mit Sicherheit zu einem Nachdenkprozess führen würde. Aber wie gesagt, ich möchte da gar nicht zu viel Gehirnschmalz reinstecken, weil wir gehen hier optimistisch positiv dran und das wird uns auch gelingen. Sehr gut. Vielen Dank für die Darstellung, für die Erläuterung. Ja, ich habe hier als nächste Frage, auch ganz spannend, welche Aufgaben, Verantwortungen hat der IPA-Coach, du hast ja beschrieben, ihr habt im Prinzip auf beiden Ebenen, sowohl auf der PMT-Ebene, ja ein Coach, Moderation kann man auch sagen, installiert und auch auf der SMT-Ebene. Was hast du vielleicht für Vorstellungen, Erwartungen oder was würdest du sagen, ist die Aufgabe? Wie habt ihr es vielleicht auch schon definiert? Ja, also die Wahrheit gebietet es dazu zu sagen, dass ich ja als Spartenleiter hier das Projekt meines Teams präsentiere. Mhm. Von daher reduziere ich mich mal auf meine persönlichen Erfahrungen und das Projektteam hat ja gemeinsam diese Rollendefinition geschärft. Wenn ich mal auf meine persönlichen Erfahrungen der letzten Monate gucke, dann stelle ich fest, dass, ich spreche jetzt mal von mir, auch ich Gefahr geneigt bin, in übliche Verhaltensmuster reinzurutschen. Wir haben jetzt so lange Projekte so konventionell realisiert, dass bestimmte Automatismen, ist das jetzt eigentlich mein Problem, reflexartig entstehen. Und wie gesagt, wir brauchen hier ein anderes Mindset. Und wir haben viele gutwillige Beteiligten, jetzt sowohl im Project-Management-Team als auch im Senior-Management-Team. Ich halte es aber für sinnvoll und zwingend erforderlich, da jemanden als Begleiter dabei zu haben, der einem den Hinweis gibt, Moment, da biegst du gerade mal falsch ab. Na, also diese klassische, was ist eigentlich die Planerverantwortung, was ist die Baufirmenverantwortung, ist es eigentlich mein Problem? Ich erwarte mir dort eine Beratungsleistung. Insgesamt, das wollte ich in der Präsentation auch deutlich machen, wir sind hier ja als HPA nicht alleine unterwegs, Sherwin, du weißt das, wir haben uns diejenigen, die in Deutschland schon Erfahrungen damit gemacht haben, an die Seite geholt und wollen deren Know-how auch bewusst beratend einbinden, damit nicht jeder, also wir auch nicht nur unsere eigenen Fehler machen. Aber es ist eine beratende Leistung an der Stelle. Ja. Und ergänz gerne, wenn du die Rolle noch weitergehen siehst. Ich denke, du hast das beschrieben. Ich hatte ja Gelegenheit, auch mit dem Team an einer anderen Stelle zu arbeiten. Und was, glaube, einfach sehr wichtig ist dieser Rückfall in alte Verhaltensmuster. Klingt immer etwas blöd,
Aber ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Natürliches, wenn man über Jahre oder Jahrzehnte ein bestimmtes Modell und bestimmte Rollenverständnisse eingeübt hat. Und das ist, glaube ich, eine Idee. Und der zweite Aspekt dort ist ja auch das Thema Schulung im Hinblick auf Methoden, auf Arten der Zusammenarbeit. Und du hast ja Frau Rodder erwähnt, die das ja mit dem Team sehr intensiv macht. Ich glaube, das kann man dazu sagen. Ich möchte gerne einen Punkt direkt aufgreifen aus deiner Antwort. Und zwar hast du, wie hast du es formuliert, ein motiviertes, da gibt es sozusagen eine Begeisterung und eine Motivation im Team. Da nehme ich doch direkt eine Frage an der Stelle von Herrn Grömling mit auf. Er fragt hier, wie muss der Bauherr aufgestellt sein? Stichwort Kompetenz und Kapazität. Also Herr Grömling kommt ja auch aus einer Bauherrenorganisation und fragt danach, was ändert sich auch möglicherweise gegenüber anderen Projekten? Ist ja auch eine Frage. Habe ich jetzt als Bauherr, brauche ich eine größere Mannschaft? Brauche ich weniger? Das, glaube ich, höre ich raus. Und wie ist eben auch von den Fähigkeiten der Ansatz? Und vielleicht kannst du darauf gerade nochmal eingehen. Naja, ich glaube, das werden Erfahrungen sein, die wir dann auf dem Weg sammeln. Wenn ich mal zusammenfasse, was waren eigentlich die Kriterien dafür, unser Team zusammenzustellen? Dann haben wir bewusst bei der Auswahl des Pilotprojektes und bei der Auswahl der HPA-Vertreter, die nun in dieses Projekt reingehen als Projektleiter und als Projektmitarbeiter, diejenigen gesucht, die schon Lean-Erfahrungen in ihren Projekten entwickelt haben und Lean-Methoden angewandt haben und die sehr offen sind für dieses Thema. Also erst einmal haben wir in die Mannschaft zum Teil reingefragt, zum Teil wurde es auch aktiv an uns herangetragen. Wir haben Interesse an diesem Projekt. Mhm. Und wir haben Interesse an anderen Vertragsgestaltungen und an, es ist ja nicht nur der Vertrag, sondern und an anderen Methoden der Projektzusammenarbeit. Also das ist, ich sag mal, auch HPA-intern schon mal die Koalition der Willigen und diejenigen, die das intrinsisch in sich getragen haben. Und dann ist hinsichtlich Kapazitäten, sage ich ganz offen, das ist ein Pilotprojekt, aus dem wir lernen wollen. Da stellen wir auch das Personal wirklich zur Verfügung. Wir haben auch Kapazitätsprobleme und in diesem Projekt werden wir aber all das reinpacken, was erforderlich ist. Ich persönlich glaube nicht, dass wir deshalb mehr Ressourcen benötigen werden. Also ich glaube auch an der Stelle, wenn ich mir angucke, wie viele Mitarbeiter ich in Projekten, ich sage jetzt mal ganz platt, ineffektiv einsetzen erwarte ich nicht, dass wir hier mehr Kapazitäten benötigen, aber sehr wohl Methoden, die ich bei einem konventionellen Projekt nicht standardmäßig einsetzen kann. Dankeschön. Vielleicht eine kurze Anmerkung für die Regie, weil das hier angesprochen wurde im Chat. Herr Thomas Voitner hat das angesprochen. Ich denke, das interessiert mehrere. Vielleicht können wir noch mal die letzte Folie einblenden für eine gewisse Zeit, wo die Kontaktadresse steht. Ja, da scheint es also ein großes Interesse zu geben. Genau, das habe ich jetzt soweit platziert. Ich hoffe, das klappt. Wie gesagt, wenn das jetzt nicht aus technischen Gründen nicht klappen sollte, wir werden das alles noch mal verfügbar machen. Ich habe eine Frage, die jetzt nach oben gerutscht ist, durch die Likes. Das ist das Stichwort der Projektversicherung. Jetzt weiß ich nicht, wie tief du selber sozusagen in den Details bist, darum geht es vielleicht auch nicht, aber die Frage lautet, können Sie dazu etwas Genaueres erläutern, wie wurde hier eine Lösung gefunden, entwickelt? Also vielleicht, wie auch der Prozess dahin war, aber... Bin ich tatsächlich nicht so detailliert drin. Mit dem Thema Projektversicherung habe ich mich persönlich nur insoweit beschäftigt, als ich mich mit den vertraglichen Regularien des RPA-Vertrages hinsichtlich Versicherung beschäftigt habe. Ich würde dich fast bitten, zu dem konkreten Konstrukt da mehr zu sagen. Ja, also ich sage mal, man kann vielleicht an der Stelle, und wir können ja auch nochmal Themen danach liefern, bisschen in den schriftlichen Antworten, man kann an der Stelle sagen, zum einen, dass es sich um die sogenannte Projektversicherung handelt vom Grundsatz her, wo man eben versucht, die Beteiligten, sowohl Planer als auch Bauunternehmen, einzubinden, natürlich mit einem sehr starken Fokus auch auf die haftungsrechtlichen Fragen. Was mir vielleicht noch erwähnenswert erscheint, ist das Thema der Weg zu einer Versicherung, weil das ist etwas, was ich jetzt auch an anderer Stelle erlebt habe. Es ist unheimlich hilfreich, das Ganze mit einem professionellen Versicherungsmakler zu machen. Wir werden ja nachher auch Herrn Detmer in der Podiumsdiskussion haben von der ECE, um die Übersetzung zwischen der
den Blickwinkel der Versicherer und der Protagonisten im Projekt sozusagen diese Übersetzung zu ermöglichen. Denn das haben wir festgestellt, wenn das nicht gemacht wird, dann tun sich Versicherer auch schwer, das überhaupt zu verstehen, dieses Modell und die Veränderungen, die damit einhergehen. Das war jetzt etwas, was in mehreren Projekten ein wichtiger Erfolgsfaktor war und ich glaube, das habt ihr ja dann auch gemacht. Genau, und vielleicht aber, wo du das gerade ausführst, das Grundkonstrukt ist ja dann aber zum Beispiel mit Blick auf Mängelbeseitigung die Tatsache, dass wir erst einmal sagen, die Mängel müssen behoben werden. Die Projektpartner, die dazu, das sind dann regelhaft die Baufirmen, die dazu in der Lage sind, die haben auch die Pflicht, die Mängel erstmal zu beseitigen. Und dann gehen wir auf die Versicherung zu, gucken, inwieweit das versicherte erstattungsfähige Kosten sind. Der Anteil, der gegebenenfalls von der Versicherung übernommen wird, wird dann natürlich von der Versicherung bezahlt, das habe ich schon gesagt, aber der bleibt nachher nicht bei der Baufirma liegen. Also da würden wir auch als Bauherr sozusagen die Baufirma auch bei den nicht erstattungsfähigen Kosten sozusagen dann in dem Kostenaufwand, der damit verbunden ist, diese Kosten erstatten. Zumindest in der zweiten Stufe. In der ersten Stufe geht es aus diesem Incentive Share raus. Das ist im Übrigen vielleicht ergänzend in den Folien, die ihr zur Verfügung stellt. Das ist die Skriptversion, sind noch ein paar Folien mehr drin. Da ist auch dieser, wir nennen es Incentive Share, dieser gemeinsame Topf drin. In Schritt 1 wird dieser Topf geleert für die Mängelbeseitigung. In Schritt 2, dann gucken wir nach Mängelverursachung, greift gegebenenfalls eine Versicherung. Und wenn das Kind dann tatsächlich in den Brunnen fällt, stehen regelhaft wir als Bauherr an der Stelle da. Das ist eigentlich die Logik dahinter. Ja,